Hallo liebe Leute, hier ist der Vanny vom Halo Cluster für euch mit der neuen Cluster News Folge. Und in der heutigen Folge schauen wir uns das aktuelle Update Hogwild an, freuen wir uns auf Halo Wars 2, widmen uns PC-Gerüchten rund um Halo, analysieren, was sich in der Arena so tut und schauen zu guter Letzt auch auf die HCS-Pläne. Nachdem man nun eigentlich immer recht gespannt war auf die Halo 5 Updates, die kommen, was nicht zuletzt an den exzellenten Trailern lag, konnte Hogwild bisher nicht wirklich so viel Interesse wecken. Als dann 343 Industries auch noch verkündeten, dass viele der Inhalte, die für Hogwild angedacht waren, nicht rechtzeitig fertig würden und deren Veröffentlichung auf das neu geformte Warzone Firefight Update verschoben wurde, hat sich das sicherlich auch nicht besonders positiv auf die Vorfreude ausgewirkt. Und somit erwartet uns mit Hogwild das wohl bisher kleinste und irgendwie auch uninteressanteste Update für Halo 5. Da Hogwild jetzt aber wohl genug geschunden wurde, fahren wir mal mit den tatsächlichen Neuerungen fort. Bei einem neuen Update dürfen natürlich auch die neuen Racks nicht fehlen. Dafür gibt es diesmal wieder neue kleine Kärtchen zu sammeln. Darunter befinden sich 4 neue fahrbare Untersätze in Form von Warthogs. 3 davon sind sogar bewaffnet. Der Rally Warthog und seine Scout-Variante weisen dabei eine Rennbemannung auf, die schon irgendwie darauf schließen lässt, dass einst für dieses Update angedacht der Spielmodus Rennen war. Dieser wird uns wohl aber erst im Firefight-Update zuteil. Weiterhin gibt es noch den roten Sword Needler Warthog, eine von Elite Customs aufgepäppelte Version des beliebten UNSC-Fahrzeugs, ausgestattet mit Nadelgeschossen für explosiven Spaß und Schilden, falls ein Manöver doch mal nach hinten losgehen sollte. Abschließend beglückt uns dann auch noch der Vespin Rocket Warthog, der, wie der Name bereits vermuten lässt, ein Raketengeschütz aufweist. Zwar ist nicht alles Gold, was glänzt, aber mit Aurum wird hier eine recht interessante Skin-Reihe präsentiert, die den ein oder anderen vielleicht ein wenig an die Steampunk-Skins aus Halo 4 erinnern. Abgesehen davon haben wir noch die obligatorischen Visierfarbe, die sich dann natürlich signifikant von der bisherigen Visierfarbe unterscheidet. Ironie aus. DMR, BR, SMG und AR können dank der neuen Hybrid-Varianten auch mit einem Kalibervisier gespielt werden. Etwas spannender sind da wohl die beiden Panzerungen Stinger und Interceptor Rictus, die nun auch verfügbar sind. Dazu gibt es mit New Mombasa, Stagy, Dare, Grunt und Number 11 noch 5 neue Embleme, die sich auch nicht wirklich verstecken müssen. Geändert haben sie auch ein paar Dinge in Warzone, um genauer zu werden bei den Bossen. So erläutert uns Patrick Wren in Blog-Eintrag, dass dank Warzone Firefight nun auch die Tools vorhanden sind, um dynamische Bosse einzubringen. Dynamisch in dem Sinne, dass nun jedes Warzone-Match andere Konstellationen aufweisen kann. So gibt es zum Beispiel bei Epic 7 bei der 2-Minuten-Marke die Chance, dass ein entweder der Zelot-Assassine in der Höhle heimsucht oder aber ein Ranger-Commander und sein Squad sich einen schönen Tag am Strand machen. Durch diese Änderung soll sich jedes Warzone-Match einzigartig anfühlen, da man nicht immer die gleiche Abfolge an Gegnern erkämpft. Weiterhin haben legendäre Bosse nun eigene Namen, sowie Rackwaffen, welche auch für Spieler fallen gelassen werden und eine gewisse Belohnung darstellen sollen für die, die den Boss erledigt haben. Auch soll es noch einige spannende Änderungen geben, die noch in der Zukunft liegen und über die der werte Mr. Wren im Moment noch nicht sprechen darf. Wer aber sprechen darf, ist Chris Proctor. Der hatte nämlich auch seine Finger im Spiel und hat prompt für ein paar schwierigere Gegenspieler gesorgt. So begrüßen einen nun Gestalten, die ihre Mythic-Rang auch verdienen sollen. Unter anderem mythische Jäger mit noch schnellerer Bewegungsgeschwindigkeit und Verfolgungsgeschoss. Damit noch nicht genug, hat er auch an weiteren neuen Varianten von Bossen gearbeitet, damit die zuvor erläuterten dynamischen Konstellationen auch aus mehr als nur den Warden Eternal bestehen. Auch haben alle unsere Lieblingsfeinde einen neuen Anstrich bekommen und können nun mit einem Blick anhand ihrer Farben unterschieden werden. Das soll helfen, um stärkere Gegner von schwächeren schnell unterscheiden zu können. Das wäre dann wohl auch das Wichtigste aus dem Hogwild Update, abgesehen von den Änderungen in Arena, denen wir uns aber später in dieser Folge noch widmen werden. Wie bereits erwähnt, wurde Hogwild leider arg beschnitten, weswegen sich der Wow-Faktor wohl etwas in Grenzen hält. Jedoch schürt dieser Umstand definitiv Interesse für das kommende Warzone Firefight Update, welches von 343 Industries als das wohl größte Halo 5 Update bezeichnet wurde. Speziell zur E3 können wir dann noch interessante Details vorgestellt bekommen. Gleich zu Beginn des Hogwild-Blog-Eintrags hat Bravo unter anderem folgenden Satz verlauten lassen. The Halo Wars Team is anxiously gearing up for the E3, where the game will indeed be playable.
Frei übersetzt, das Halo Wars 2 Team bereitet sich ängstlich auf die E3 vor, auf welcher das Spiel in der Tat spielbar sein wird. Vorhergegangen war ein Update, nämlich ein Leak, welcher die Online-Community vermuten ließ, dass Halo Wars 2 auf der E3 spielbar sein wird, und genau das hat Bravo nun offiziell bestätigt. Bleibt also nicht mehr lange zu warten, bis wir endlich sehen können, welche Wege Creative Assembly, die kreativen Köpfe hinter der Total War-Reihe, eingeschlagen hat. Auch wird es interessant zu sehen, wie und ob Crossplay um- und eingesetzt wird. Jedoch werden das wohl mit Sicherheit nicht die einzigen PC-News sein, die auf der E3 angekündigt werden. So ist klar zu erkennen, dass Microsoft, wenn es um Gaming geht, den Fokus von der Xbox One nimmt und sich wohl eher der deutlich größeren Plattform widmet. So rezitiert Games World einen Bericht von Kotaku, laut dem es bei Microsoft einen internen Plan mit dem Codenamen Project Hedix geben soll, der vorsieht, dass künftige Spiele der Halo-Reihe auch für den PC erscheinen sollen. Wie viel Wahrheit dahinter steckt, wird wohl erst noch gezeigt werden müssen. Jüngste Schmiedeankündigungen, die ihr übrigens der letzten Cluster-News-Folge entnehmen könnt, lassen diese Ankündigung recht plausibel erscheinen. In jedem Fall wird die diesjährige E3 wohl recht spannend werden, was Halo angeht. Auch aus der letzten Cluster-News-Folge: Die Arena-Preview-Playlist hat nun wohl endlich Früchte getragen. So ist seit dem 27.05. die Team-Arena-Spielliste nun aktualisiert worden und verkörpert somit nun auch die offiziellen HCS-Einstellungen. Gespielt wird folgendes. Showdown auf den Maps Truth, The Rig, Colosseum, Eden und Plaza. Capture the Flag auf Fathom, Colosseum, Stasis und wieder einmal Truth. Strongholds auf The Rig, Eden, Empire und Plaza. Nur leider hat es der Assault-Modus noch nicht geschafft. Der Spielmodus wurde vom Multiplayer-Team als noch nicht komplett ausgereift angesehen und folglich zumindest von der HCS verbannt. Doch verzagt nicht, dem Blogpost zufolge wird weiterhin mit Hochtouren daran gearbeitet, den Spielmodus alsbald wieder einsatzbereit zu bekommen. Im Folgenden gibt es eine Kurzform der Änderungen pro Karte. Für die genaueren, ausführlicheren Details empfehlen wir natürlich selbst nochmal, dem Blogpost einen Besuch abzustatten. Auch werden denen, die die Preview-Playlist gespielt haben, einige Änderungen bereits bekannt sein. Beginnen wir mit Empire. Bei Empire wurde der Plasma-Caster durch den Spanker Rocket Launcher ausgewechselt, die Storm-Rifles wurden durch Bolt-Shots ersetzt und die SMGs von der Plattform in die Base bewegt. Die Plasma-Pistole findet sich jetzt in der Mitte der Karte wieder. Ein paar Granaten wurden neu positioniert und entfernt. Auch die Kampfgewehre sind den änderungswütigen Entwicklern zum Opfer gefallen, da sie sich anscheinend negativ auf das Zusammenspiel zwischen den Präzisionswaffen ausgewirkt haben. Anstelle dieser gibt es jetzt DMRs und das DMR aus der Mitte wurde entfernt. In Strongholds befindet sich das Overshield jetzt draußen, um den Clusterfuck in the Pit etwas aufzulockern. Die Scattershot vom Tower wurde durch eine Saw ersetzt, die SMGs sind auch nicht mehr vorhanden und der Hügel im Pit wurde vergrößert. Was uns direkt zur nächsten Map führt, Colosseum. SMGs finden sich jetzt bei Bottom Red und Blue wieder und Kampfgewehre wurden durch DMRs ersetzt. Um jedoch nicht alle BRs von der Karte zu verbannen, kann der findige Spieler nun ein neutrales BR neben dem Lift in Gebrauch nehmen. Auch hier wurden die Granaten neu platziert und insgesamt 4 Splittergranaten entfernt. In Yellow Tower, wo zuvor ein Suppressor lag, gibt es nun einen Allianz-Karabiner und für mehr Deckung wurde hier auch gesorgt. Der Suppressor selbst ist jetzt gegenüber auf der Brücke aufzufinden. Die Boltshots sind auch umgezogen und haben es jetzt in Red und Blue Cave heimisch gemacht. Es folgen die Änderungen für Fathom. Sämtliche SMGs wurden entfernt und die Storm Rifles aus Treehouse nach Blue und Red Top Submarine bewegt. Auch hier das Übliche. 2 Splittergranaten wurden entfernt, die restlichen Granaten neu platziert. Ansonsten wurde noch die Position der Raygun und der aktiven Tarnung vertauscht. Bei The Rig hat sich relativ wenig getan. So wurden lediglich in Strongholds die Basement-Hügel ein wenig weiter Richtung Yellow Corner bewegt, um das Balancing zwischen den 3 Hügeln zu fördern. Auf The Truth muss der Plasma-Caster nun leider zugunsten eines Fuel Rods abdanken. Weiterhin gibt es in den Basen auch keine SMGs mehr und die Storm Rifles wurden von den unteren Türen der Basis verschoben. In der unteren Mitte findet sich nun eine Hydra wieder und die Kampfgewehre in jeder Basis haben wir vorerst auch das letzte Mal gesehen. Jedoch wurde dafür der Karabiner in Pink 2 in eine BR umgewandelt.
In der oberen Mitte gibt es jetzt zudem Splittergranaten und weiterhin auch Splittergranaten bei Red und Blue Window. Auf Plaza ist die Plasmapistole Richtung Garden umgezogen. Splittergranaten findet man nun beim Lift und unter der Brücke und die Hydra jetzt bei Bottom Driveway. Stronghold spezifisch hat sich folgendes getan. Die aktive Tarnung gibt es jetzt auf Top mit, es gibt keine Raygun mehr, der Nesthügel hat nun einen kleineren Radius, der bei Bottom mit hingegen hat seine Größe zugelegt. Auf Regret wurden ein paar Callouts umbenannt. Die alten Storm Rifles auf der Karte wurden durch Bullshots ersetzt, bis auf eines, welches jetzt den Nadelwerfer verdrängt hat. Dieser hingegen ist jetzt bei Bottom Nest zu finden. Zudem herrscht nun der Plasmacaster auf Regret anstelle eines Fuel Rods. Ausnahmsweise machen die Kampfgewehre auf dieser Karte mal etwas gut und ersetzen hier die DMRs. Auf Eden gibt es keine Plasmapistole mehr. Auch das Light Rifle ist dem Nest gewichen und hat Platz gemacht für die Brute Plasma Rifle. Das Light Rifle ist aber dennoch auf der Map in Richtung Red Bend zu finden, wo es wiederum durch das BR ersetzt wurde. Weiterhin wurden ein paar Splittergranaten durch Plasmagranaten ersetzt. Stronghold spezifisch, die Anfangsspawns für das rote Team wurden abgeändert, die aktive Tarnung in Security bewegt und das Overshield zu Pit. Der Hügel von Red Nest wurde in Höhe und Größe angepasst und der Spanker ist nun anstelle des Plasmacasters vorzufinden. Weiterhin hat sich auch Stasis Capture the Flag in die Rotation eingefunden. Alles in allem kann man sagen, dass das Kampfgewehr an der Zahl etwas abgenommen hat und nun die DMR als dominante Präzisionswaffe im Multiplayer übernimmt. Dafür wurden auch SMGs und Storm Rifles deutlich in ihrer Zahl reduziert und auch Granaten findet man nun weniger, was dem Chaos Online wohl etwas reduzierend entgegenwirken soll. Kommen wir jetzt zum Lieblingsthema des Autors von diesem netten Skript, dem E-Sport. Hier wurde vor allem der neue Open Circuit angekündigt. So umfasst dieser Turniere, die von der ESL in Nordamerika und Europa veranstaltet werden, wobei laut Aussage auch daran gearbeitet wird, andere Veranstalter für den Open Circuit zuzulassen. Das Format sieht wie folgt aus. Jede Woche am Samstag kämpfen sämtliche Teams in den sogenannten Open Brackets, bis nur noch die 8 Besten übrig sind. Diese werden dann am Sonntag derselben Woche gegen die 8 Besten der letzten Woche antreten. Jedes Team bekommt bei diesen Legendary Brackets Punkte. Selbstverständlich sind es mehr Punkte, je besser die Platzierung ist. Am Ende der Summer Season 2016 wird dann ein letztes Turnier veranstaltet, bei dem die besten Teams des Open Circuits gegen die 8. und 7. Plätze der Pro League antreten, um sich eventuell einen Platz in eben dieser für die Herbstseason zu sichern. Den gesamten Plan jetzt hier aufzuzählen würde wohl einerseits unseren zeitlichen Rahmen sprengen und andererseits würde sich das sicherlich eh niemand merken. Wenn ihr aber wirklich interessiert seid, dann findet ihr auf dem Blog alle Informationen, die ihr dafür braucht. Alles in allem lässt sich sagen, dass uns wohl eine recht spannende E-Sport-Zeit bevorsteht, mit hoffentlich vielen interessanten Matches, speziell auch für den europäischen Raum, der es bis jetzt leider immer noch nicht geschafft hat, mit Nordamerika mitzuhalten. Aber was nicht ist, kann ja immer noch werden. Tja, liebe Freunde, und das war's dann auch schon für die heutige Folge der Cluster News. Wie haben euch die News gefallen? Schreibt es unten in die Kommentare. Was habt ihr für Meinungen so zu den ganzen Themen, die wir angesprochen haben? Ebenfalls alles in die Kommentare schreiben. Wir treten gerne im Austausch mit euch und ja, sind auch interessiert an eurer Meinung. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge und Wünsche habt, dann ja, teilt uns das hier mit über Xbox Live oder sonst wo. Und ja, wir sind auf jeden Fall immer wieder erfreut, wenn ihr euch meldet. Das war's jetzt erstmal von mir, eurem Venny auf dem Halo Cluster. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und verabschiede mich hiermit. Macht's gut, ciao.